Die deutsche Nationalmannschaft ist am Boden, schon wieder. Nach 2018 ist auch bei der WM 2022 nach der Vorrunde Schluss. Aber anders als damals zieht der DFB direkt Konsequenzen. Der Vertrag von Oliver Bierhoff wurde aufgelöst. Wie konnte die deutsche Fußballnationalmannschaft so abstürzen? Wir erklären es euch einfach. Flashback, 2014 Rio de Janeiro. Philipp Lahm stemmt den WM-Pokal in die Luft. Es ist der Höhepunkt einer 10-jährigen Entwicklung, die vor allem einen Mann mitgeprägt hat, Oliver Bierhoff. 2004 beginnt er nach einer enttäuschenden EM als Teammanager der Nationalmannschaft. Zusammen mit Coach Jürgen Klinsmann erschafft er den neuen DFB. Neues Training, bessere Vermarktung, alles ist moderner, internationaler. Und der Plan geht auf. Die Heim-WM 2006 wird zum Sommermärchen. Deutschland erobert Platz 3 und die Herzen der Fans. Und das ist erst der Anfang. In den folgenden 4 großen Turnieren schafft es das DFB-Team immer mindestens bis ins Halbfinale. 2014 dann der Triumph von Rio. Und auch daran hatte Bierhoff seinen Anteil. Das Campo Bahia, das berühmte sonnige Quartier der Nationalmannschaft am Strand des Atlantik, war vor allem sein Werk. Hier konnte der Teamspirit wachsen, hier konnte sich die Mannschaft in aller Ruhe auf die großen Spiele gegen Frankreich, Brasilien und Argentinien vorbereiten. Und da sind wir auch schon beim Punkt, die Mannschaft. Mit diesem künstlichen Slogan treibt Bierhoff die Vermarktung, die Übervermarktung auf die Spitze. Konnten sich die Fans vorher noch mit der Nationalmannschaft identifizieren, war sie ihnen nun zu glatt gebügelt. Es folgte der Fanclub Nationalmannschaft, seelenlose Choreografien, ein sehr schlechter Umgang mit politischen Themen, wie als Mesut Özil und Ilkay Gündoğan auf einem Foto mit dem türkischen Herrscher Recep Erdogan posierten und dann der sportliche Tiefpunkt, das Vorrundenaus bei der WM 2018. Hier hagelt es Kritik für Jogi Löw und Bierhoff. Anders als noch in Brasilien wird ihm die Wahl des Quartiers vorgeworfen. Vatutinki, das Anti-Campo Bahia. Nach diesem Super-GAU muss sich etwas ändern, denken alle. Joachim Löw ist als Coach nicht mehr tragbar, oder? Er wirkt müde, selbstzufrieden und Bierhoff ist das Gesicht der Entfremdung von den Fans. Aber nein, beide bleiben und Deutschland fliegt bei der EM 2021 im Achtelfinale gegen England raus. Die nächste Enttäuschung und eine große Veränderung folgt. Löw tritt zurück, Hansi Flick übernimmt. Hoffnung für die WM 2022? Euphorie ist bei den Fans nicht zu spüren. Das liegt zum einen am sportlichen Misserfolg, zum anderen an der wohl kontroversesten WM aller Zeiten. Wieder wählt Bierhoff ein Camp weit außerhalb von Doha als einziges Team überhaupt. Die Spieler haben deswegen größere Reisestrapazen. Dann macht die DFB-Spitze bei der Debatte um die One-Love-Binde keine gute Figur. Letztendlich fliegt das Team in der Vorrunde raus. Die Mannschaft ist wieder am Boden. Und schnell ist ein Hauptschuldiger gefunden, Oliver Bierhoff. 3 verkorkste Turniere in Folge waren dann doch zu viel. Der Direktor Nationalmannschaften und Akademie muss gehen, offiziell einvernehmlich, obwohl er direkt nach dem WM-Aus einen Rücktritt noch ausgeschlossen hatte. So viel Gutes Oliver Bierhoff auch für das Nationalteam getan hat, die Neustrukturierung, der neue moderne DFB-Campus, das Sommermärchen 2006, so unausweichlich ist sein Abschied jetzt als Mitverantwortlicher für die vergangenen schlechten Jahre. Wir halten fest, Übermarketisierung, Ausruhen auf Erfolgen und katastrophale Fehler im Umgang mit politischen Themen und bei der Turnierplanung führten zum Niedergang der Nationalmannschaft und letztendlich zum Aus von Bierhoff. Aber es gibt einen Silberstreifen am Horizont. Mit Ende des Jahres 2022 stirbt der Slogan die Mannschaft. Es rührt sich was beim DFB. In Matthias Sammer wird ein starker Nachfolger gehandelt. Vielleicht ist das der Startschuss für eine neue Identifikation mit dem Nationalteam. Ein neues Sommermärchen 2024. Und man darf nicht vergessen, für den sportlichen Erfolg sind auch die Spieler verantwortlich. Die müssen jetzt ebenfalls liefern.